Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Bard's Tale 1. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben es geschafft. Wir sind im Endspiel. Wir sind im Turm von Manga. Wir wissen, es gibt 5 Levels. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir irgendwann mal wieder hier verschwinden müssen, um uns zu heilen oder sonst irgendwas. Oder um unseren Mana wieder aufzuladen und dann später nochmal herkommen können. In der Hoffnung, dass wir dann auch den Teleportzauber hier verwenden können. Ich muss nur halt richtig auch anwenden. Und es ist halt ein bisschen blöd, wieder hierher zu kommen, weil wir über die Kanalisation hier reingehen. Wenn ich mich nicht aber ganz blöd anstelle, könnte das... das ist unheimlich. Weiße Drache, ein Fred. Naja, gut, lassen wir mal. Ja, doch, das ist unheimlich hier. So, sind es... Ja. 16 Augenspionen. Naja, wir könnten vielleicht noch ein bisschen... vergiftet. Der Fred ist, er lebt immer noch. Okay. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen XP gebrauchen. Halt. Du kreist den Fred an. Die Frage ist halt... Ogre. So, jetzt haben wir nur noch die Augen. Jetzt können wir nur noch die Augen machen. Ja, doch, die machen gut Schaden hier. Nur noch. Wirkt ein Zauber natürlich, den Dingszauber. Nee, du machst Regeneration auf Tag. So. Axtpfeiler. Und noch viele, viele Leute vergiftet. Da können wir neues Fleisch machen. Ja, so sieht es doch schon wieder besser aus. Ah, okay, da wollte ich eigentlich gerade nicht hingehen, aber gut, dass wir es gemacht haben. Ich level jetzt mal nicht einfach so auf. Sondern mache einfach mal, dass wir wegkommen und einfach mal hier uns anschauen können. Es kann sein, dass wir da vielleicht irgendwann mal 68 Söldner, dass wir da irgendwann mal das bereuen werden. Aber, ja gut. Das habe ich gespeichert und konnte es nicht lesen. An der Wand ist eingeäst, jenseits der Lüge, vor den Rutschen. Eine Passage nach Norden wird ein Taumeln vortäuschen und geht nach oben zum Griff des Bösen und doch kein Inch scheinbar eintauchen. Okay, das könnte vielleicht noch wichtig werden. Aha. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, ist das dann auch wieder so ein... Oh, und teleportiert worden. Ich wollte eigentlich jetzt noch die restlichen Dinger anschauen. Verdammt. Wo sind wir denn hingekommen? So viel zu dem Thema restlichen Teile hier. Also ich schätze mal, das ist doch komplett genauso aufgebaut wie... Ja. Bis halt auf das da jetzt auf einmal keine Dinger da sind. Okay, dann schauen wir einfach mal hier rein. Wir kämpfen nicht groß rum, sondern lassen das einfach sein. Okay, hier müssen wir angreifen. Dann greifen wir an. Der Sucher kommt noch zu uns. Ja, der kommt noch zu uns. Wir sind besessen. Dann mach mal den Sucher weg. Du machst auch den Sucher weg. Das kennst du ja. Du greifst die Leichenräuber an. Wirkt ein Zauber, kein Schutzzauber, sondern ein Enteignen auf Fala. Und du auch nochmal ein Enteignen auf
Tack, hätte ich gesagt. So. Und das andere ist auch weggegangen. Perfekt. Moment. Verteidigen. Enteignen. Wer ist es? Liana und verteidigen. So, sehr schön. Eine nicht identifizierte Waffe. Okay. Und kein Teleporter hier. Zwerge. Und wieder teleportiert. Da dachte ich, ich gehe jetzt extra nicht in diese Dinger hier rein. War aber irgendwie auch klar, dass das so passiert. Na gut, dann schauen wir uns weiter um. Oh, wo sind wir jetzt hingeraten? Okay. Kommt man da nochmal zurück? Nicht teleportiert worden. Sehr gut. Da kommt man nicht hin. Ich schaue nochmal, ob man da nochmal hochkommt. Da kommt man nochmal hoch. Sehr schön. Dann können wir uns hier doch nochmal weiter umschauen. Nein, wir kämpfen nicht gegen euch. So, dann haben wir noch diese zwei Räume und diesen einen Raum hier. Hoppla. Waren wir da schon? Nein, da waren wir noch nicht. So, das ist hier fertig. Dann den einen Raum, den Raum und da oben noch. So, da waren wir noch nicht drin. Ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Und da ist auch nichts. Okay. Alles klar, dann haben wir wenigstens dieses Stockwerk quasi fertig. So. Da kommen wir nicht durch. Da müssen wir erstmal wieder teleportieren. So, jetzt sind wir wieder hier unten. Dann schauen wir mal hier rein. Nö, danke. Hier rein. So, da oben waren wir schon, da hinten waren wir noch nicht gewesen. Wahrscheinlich müssen wir den nächsten Teleporter suchen oder so irgendwie. Na, ich könnte mir vorstellen, dass da... Naja, okay, jetzt müssen wir kämpfen. Dass da ein Ding sein könnte. Ein Teleporter sein könnte. Frosttrommeln, nett. Also da könnte ich mir vorstellen, da ist dann der nächste Teleporter drin. Muss nicht sein, könnte aber sein. Könnte natürlich auch hier sein, nein, ist aber nicht. Ja, die Gegner, die gehen mir gerade ein bisschen auf den Geist, aber das merkt man auch beim Spiel, dass da irgendwann mal quasi so ein bisschen die Luft draußen ist. So geht's mir jedenfalls gerade. Dass dann die Gegner dann doch ein bisschen zu, Da ist auch nichts. Mir sind die Gegner einfach zu viel in dem Spiel. Okay. Hier geht's ein bisschen anders weiter, als ich gedacht habe. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht gehabt. Ich hätte jetzt gedacht gehabt, hier geht's ganz normal weiter. Okay. Dann habe ich jetzt gespeichert. Ja, dann schauen wir mal hier hoch und werden teleportiert. Ich bin auch schon ein Feld zu weit gelaufen, dann funktioniert das Ding nicht mehr.
So, wo kommen wir denn hin, wenn wir jetzt hier weitergehen? Ah. Teleportiert nach hier. Können wir dann 1, 2 Felder nach vorne vielleicht springen? Also, ja, +2. Ha, das funktioniert. Okay, wir müssen angreifen. Mist. Dann greifen wir hier an. Wir machen Schattenverbergen. Wir werken einen Zauber mit Mangas Geistklinge. Wir werken einen Zauber mit Flammensäule auf dem Fred. Und fertig. Sehr schön. Das hat es ja wirklich gebracht hier. Also das hat es jetzt wirklich gebracht. Okay. Dann geht es jetzt noch hier weiter. Da haben wir natürlich noch das Zeug, was uns fehlt. Eigentlich könnten wir auch wieder zurückspringen und das Zeug nochmal machen. Ist da was? Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach mal. Einfach mal hier rüber. Und dann können wir hier einfach mal fertig noch uns anschauen. Ob da noch irgendwo irgendetwas Interessantes sein könnte. Also hier zum Beispiel überhaupt noch nicht. Nein, die Gegner lassen wir jetzt einfach mal. Wie gesagt, kann sein, dass ich vielleicht irgendwann das ganze Ding nochmal machen muss und nochmal ein bisschen leveln muss. Kann aber auch sein, hat man ja auch gesehen gehabt, dass es teilweise schon so ist. Ein Schlag und der Gegner ist erledigt. Also es ist auch durchaus möglich, dass es so sein könnte. Man weiß es halt nicht genau. So, wir machen den hier und gehen hier eins rüber. Und schauen uns hier weiter um. Okay, eine große, große Gang mit Tür ohne Teleporterfeld. Das sieht mir irgendwie schon relativ wichtig aus. Aber, nö. Ist tatsächlich nicht wichtig gewesen. Ja. Na gut. Dann nicht, dann geht es, hoppla, hier weiter. Ich speichere mal nochmal ab. Ja. Wir müssen angreifen, Mist. Na gut, dann die Augen verbergen, dann natürlich wieder ein Mangas Geistklinge und Sternfackel auf die Zauberer. So. Und Liana ist tot. Nein, das wollen wir nicht. Mann, oh Mann, oh Mann, wo führt denn das alles hier hin? Das ist schon irgendwie ziemlich, ziemlich krass hier. Teleporter? Nein. Aber ein Geheimgang, der aber zu nichts führt. Hier ist auch nichts. Okay, also das war tatsächlich lauter kleine Räume, die aber überhaupt nichts gebracht haben oder wie auch immer. So, speichern wir mal. Kein Teleporter, aber wir könnten vielleicht mal Fallen wegmachen, über die Dings machen. Huch, ein sehr, sehr großer Raum, das sieht man auch selten. Ja, das sieht irgendwie wichtig aus. Also so einen großen Raum. Ja, das sieht irgendwie sehr, sehr krass aus. Ja, guck mal, wenn wir da rüber gehen, kommen wir definitiv in diesen kleinen Raum hier rein. 96 Dinger.
Wir haben getroffen 96 Samurai. Wow. Moment mal, und da waren wir auch schon gewesen. Ja, okay. Nee, das ist dann normal. Dann können wir mal hier hochgehen. Hierher gehen, da ist aber auch nichts. Das heißt, das ist alles eine ganze Sackgasse gewesen. Dann führt der einzige Weg, den wir noch haben, hier lang. Und gabelt sich wieder. Oh Moment, da haben wir noch ein Feld vergessen. Mist, Mist, Mist. Das will ich noch machen, nicht, dass da doch noch was dahinter ist. Ich glaube es zwar nicht. Ist gerade eben der Ding ausgelaufen, anscheinend. Warte mal, bin ich ja richtig? Ja. Aber es könnte immer noch ein Teleporterfeld oder sonst irgendwas dahinter sein, wo uns wo wichtig ist. Nein, war aber nicht. Na gut. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann dann einfach sagen können, wir teleportieren in ein nächstes Feld, ins nächste Dungeon-Dings rein oder wie auch immer. Okay. Das sah auch interessant aus. Nochmal ein Fred und was weiß ich. Und ein leerer Raum. Dann bleiben wir mal hier unten und gehen erst einmal hier lang. Kein Teleporter. Kein Teleporter. Und hier auch kein Teleporter. Und in Ruhe lassen, den nehmen wir nicht mit. Okay, das könnte auch vielleicht ein ganz großer Raum sein hier. Aber bisher haben wir zwar viele, viele Gänge, aber theoretisch nicht wirklich was Großes entdeckt. Ach nö, Raum voller Dunkelheit. Vor euch liegt das Schlachtfeld. Auch dunkel. Ah. Hab ich da nicht die Falle? Ah, das war nur so eine Dings. Ach nö. Moment, nee, ich lade nochmal neu. Das ist mir gerade so blöd. Schande. Okay, dann muss ich nochmal hier das hier machen. Bla bla bla, hier reingehen. Vor euch liegt das Schlachtfeld. Ja, das haben wir alles. So, Dunkelheit. Da geht's auf jeden Fall lang. Da geht's nicht rein. Da geht's nicht rein. Ich sollte hier auf jeden Fall mal ein bisschen... Da geht's nicht weiter. Sollte hier auf jeden Fall vorsichtig sein und vielleicht auch das ein oder andere Mal speichern. Badam, badam. Ach, der war noch zu weit weg, oder? Nee. Ich krieg den anscheinend auch nicht weg hier. Dieses Ding hier geht nicht weg. Das kann man nicht wegmachen. Okay, und da haben wir jetzt... Hier geht's auf jeden Fall wieder raus. Aber wir sollten uns trotzdem mal noch weiter umschauen. Hätte ich jedenfalls gesagt gehabt. Ja, das ist eine normale Falle, die vor uns jetzt ist. Die wir auch wegkriegen hier. Was war das jetzt?
Ich frage mich halt, ob dahinter doch noch irgendwie irgendetwas Wichtiges liegen könnte. Das wäre halt schon schön zu wissen. Es wäre halt wirklich schön zu wissen, ob da irgendwas noch ist. Also ein bisschen sieht man ja was. Da ist auf jeden Fall ein Feld, wo er nicht drauf geraten sollten. Ah ja. Aber da kommen wir wieder so ein Antimagiefeld. Oh, super. Labyrinthmeister. Und was das noch hinter ist? Ob man da vielleicht von der anderen Seite reinkommt? Ja, ist eine gute Frage. Okay, speichern wir nochmal. Wir müssen ja hier nochmal durch das Feld durch. Dann machen wir auf jeden Fall den Kompass nochmal. Okay, da ist nochmal so ein blödes Feld. Und wir sollten auf jeden Fall, hoppla, nochmal durchheilen, glaube ich. So, so sieht es auf jeden Fall. Ah, Liana auf jeden Fall auch nochmal, bitte. So sieht es auf jeden Fall schon mal viel, viel besser wieder aus. Okay. Nö, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Und da war wieder so ein Feld, okay. Schlachtfeld. Ich glaube, wir finden hier tatsächlich nicht wirklich irgendwas Tolles. Stehen wir jetzt gerade wieder in so ein Feld drin und ich stehe jetzt direkt da drin. Ja, anscheinend schon. Ja, okay. Okay. Ich glaube, da drin ist wahrscheinlich nicht wirklich was noch, aber ich würde es tatsächlich gerne noch ausprobieren, ob da nicht doch noch... Was ist es da? Sowas, das uns gleich umbringt? So, die Falle ist auch weg. Ich glaube, da ist tatsächlich nichts mehr groß drin, aber... Versteinert. Boah. Nee, ich glaube, da ist wirklich nichts mehr groß drin. Ich würde es aber trotzdem ganz gerne hier noch haben. Das war hier... Zumindest ein ganz kleines bisschen hier noch haben, Dings haben. Okay, wir machen auf jeden Fall mal, Moment, den Hexerblick nochmal rein. Dann sehen wir hier ein bisschen auf jeden Fall noch was. Antimagiefeld, ja, super. So, das haben wir auch schon. Nee, es sieht tatsächlich nicht so aus, als ob dann drin noch irgendetwas Interessantes wäre. Hey, wieso habe ich denn jetzt nicht gesehen, diese Falle? Obwohl ich einen Hexerblick drin hatte. Doch, da ist er. Thank you.
Und bitte nochmal einen Dings rein. Dann bitte nochmal einen neues Fleisch. Das vergiftete Ding muss auf jeden Fall weg. Ja, und da oben war eigentlich auch nur noch Dings hier. Den Raum, da habe ich jetzt irgendwie vergessen gehabt, aber ich glaube, da ist auch nichts drin. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht groß zu machen. Ich glaube, dann gehen wir nach Norden. Und hierher. Und hier können wir uns erst zum... endlich wieder Dings machen. Nein, ich bin gerade beim Buffen. Lass mich in Ruhe. Hexerblick nochmal rein. Bedeutendes Schweben nochmal rein. Katzenaugen. Kompass. So. Also, das war jetzt ein ganz schönes heftiges Ding hier. Aber ich glaube, ich habe alles jetzt angeschaut gehabt, bis auf diesen einen Raum. Ich hoffe, der ist jetzt tatsächlich nicht wichtig, aber da will ich nicht nochmal durch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann lass uns einfach mal hier in der nächsten Folge hier lang gehen und uns einfach mal schauen, was wir da so alles noch finden werden. Notfalls teleportiere ich da einfach rein. Das haben wir ja gesehen gehabt, dass das geht. Ja, das, vielleicht probiere ich das mal aus, wenn wir da unten sind, hier irgendwo. Puff. Nee, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter mit Level 1. Ich denke mal, ich glaube, wir kommen ganz gut zurecht da. Auch wenn wir jetzt nicht jeden Kampf nochmal machen. Wir haben ja gesehen gehabt, manchmal langt es tatsächlich, einen Hauptgegner einmal drauf zu hauen und fertig und tot ist er. Ich hoffe, dass es auch hier so der Fall ist, dass wir da nicht uns verbauen, indem wir einfach die ganzen Gegner jetzt einfach mal sein lassen. Okay, bis dahin, macht's gut und tschüss.